Okay, gut, schneiden bitte. Für uns ist es heute ein deswegen sehr schöner Tag, weil wir etwas wiederherstellen konnten, was 6 Jahre lang hier in der Region nicht war. Wir sind stolz als Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, dass dieses Bauwerk nun wieder in fast gleichem Erscheinungsbild wie früher den Nord-Ostsee-Kanal queren wird. Die Menschen sind begeistert, Feuerwehr ist da, es gibt Fontänen, die Leute feiern Volksfeste. Ein wirklich toller Tag und für die Menschen, es verbindet. Es verbindet die Menschen, es verbindet die Wirtschaft und ja, einfach ein wirklich schöner Tag. Die Schwebefähre ist ein Wahrzeichen Schleswig-Holsteins, eins der vielen, und es ist das Wahrzeichen der Städte Rendsburg und Osterrönfeld. Die Herausforderungen waren tatsächlich, die neue Technik in diese, ich sag mal, scheinbar alte Hülle zu integrieren. Und ich denke, das ist den Kolleginnen und Kollegen recht gut gelungen. In der neuen Schwebefähre ist alles drin, was ein modernes Seeschiff an Sicherheitstechnik mit sich führt. Da ist Radar, AIS, UKW-Funk. Und von daher sind wir sehr sicher, dass die neue Schwebefähre auch einen Gewinn an Sicherheit darstellt. Bitte von der Schranke zurücktreten. Ich wünsche der Schwebefähre, dass sie mindestens 100 Jahre und länger besteht, dass sie viele Fahrgäste befördert, dass sie Menschen verbindet, die Wirtschaft in der Region ankurbelt und natürlich einfach, ja, Sie hören hinter mir den Ton, immer schön tutet und genau, unfallfrei fährt. Ich wünsche der Schwebefähre A ein langes Leben, mindestens so lang wie die alte. Und ich wünsche der Schwebefähre einen Verkehr in einem friedlichen Europa.